wir haben heute mal Marmelade im Brotbackautomaten gemacht. Das geht so einfach. Bleibt dran, wir zeigen es euch mal. Wir wollen uns heute mal Marmelade kochen im Brotbackautomaten. Ich habe hier den Brotbackautomaten, den Design Brotbackautomaten Advanced. Diese Namen immer. Den kann man für viele Sachen nutzen. Hier sind 18 verschiedene Programme, die man nutzen kann. Man kann auch Joghurt damit machen und sowas alles. Wir machen heute Marmelade. Man kann so ja Eiscreme damit machen. Verraten wir euch später mal in einem anderen Video. Ich habe mir jetzt einfach mal eine Beerenmischung ausgesucht. Wir haben gerade Winter. Keine frischen Obste da. Kein frisches Obst. Wir müssen immer ganz weit fahren. Also habe ich viele Sachen immer eingefroren, dass man die nutzen kann. Ich habe die jetzt schon mal aufgetaut. Also so gut wie geht schon mal aufgetaut. Mal sehen, ob ich die schon gemixt kriege. Püriert. Ich könnte jetzt Marmelade kochen aus ganzen Früchten. Man könnte sie klein schneiden. Bei gefrorenen Sachen ist das immer so eine Sache. Ich habe mich dazu entschieden, ich weiß jetzt gar nicht, ist das immer Konfitüre, was klein gemanscht ist, oder ist das Marmelade, was klein gemanscht ist. Also ich mag das lieber, wenn es klein gemanscht ist. Feine Marmelade ist. Deswegen püriere ich das jetzt alles. So, ich habe jetzt meine Früchte so weit püriert, wie ich sie gekriegt habe. Jetzt muss man natürlich wiegen, wie viel Früchte man hat und danach dann seinen Gelierzucker aussuchen. Ich habe jetzt hier Gelierzucker 1 zu 1. Da muss man das jetzt erstmal ausrechnen. So, dann habe ich jetzt meinen Zucker dazu gegeben. Jetzt vermische ich das alles. Ist natürlich besser, wenn man frische Früchte hat, weil die dann flüssiger sind als das jetzt hier. Muss bloß der Zucker ein bisschen vermischt werden. Wenn man so andere Videos sieht, die kippen dann erst die Früchte in den Behälter vom Brotbackautomaten und mischen das da drum. Das war mir jetzt ein bisschen zu doof. Ich mische das gleich hier drin. Und dann ist das gleich fertig und kann da rein. Hier die Form vom Brotbackautomaten. Die nehme ich immer vorher raus, bevor ich sie befülle, damit ich mir nicht den ganzen Automaten voll sauer, wenn ich irgendwas daneben kippe. Jetzt hier rein. So, dann können wir eigentlich schon den Brotbackautomaten einsetzen. So, und jetzt müssen wir den Automaten bloß noch anschalten. Hier oben ist die Menütaste, da gehe ich jetzt bis zum Programm. Jetzt gucken wir hier erstmal auf der Seite. Da steht hier bei 10 Gem. Gem ist Marmelade auf Englisch. Da gucken wir mal Menü. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eine Stunde, 20 Minuten. Mehr brauchen wir gar nicht anschalten. Start. Ist das kinderleicht, ey. Ja. Und dann geht das jetzt von alleine. Und dann müsste das jetzt alleine. Und in einer Stunde und 20 Minuten können wir Marmelade essen. Ja. Raffiniert eingefädelt. So, jetzt habe ich zuerst einen Schreck gekriegt, alles eingefüllt und angestellt und dann hat sich das Ding nicht gedreht. Da habe ich gedacht, meine Güte, was ist da jetzt los? Aber es muss erstmal die Temperatur erreichen und dann fängt es auch an zu drehen. Also ruhig bleiben, keine Panik kriegen, abwarten, Tee trinken. Ich hatte vorhin vergessen zu sagen, das ist fertig. Bevor ich anschalte, habe ich noch ein bisschen Zitrone mit reingemacht. Das gehört in jeder Konfitüre mit rein. Jetzt kam der Signalton, dass fertig ist. Jetzt können wir unsere Konfitüre rausnehmen. Brauche ich erstmal wieder einen Topflappen. So, dann können wir das jetzt hier rausholen. Heiß war. Ja, ist heiß. Muss man immer dran denken, Handschuhe anzuziehen, also Topflappen oder Handschuhe zu nehmen. So, und so heiß wie das jetzt ist, musst du gleich in Gläser. Und dann muss man natürlich gleich Deckel drauf machen, damit die schön eingekocht sind, praktisch dann konserviert. Dann hört man das nachher, wenn ich im Wohnzimmer sitze, dann hört das immer so plopp, plopp. Und warum das? Dann ist das Vakuum rausgesaugt und dann sind sie fest, sind sie zu. So. So, ihr Lieben, wir haben jetzt hier drei schöne Gläschen rausgekriegt. Wenn das nicht ganz so lange kochen würde, würde vielleicht noch ein bisschen mehr rauskommen. Aber das ist nun mal so das Programm, wie da eingestellt ist. Man kann das vielleicht auch ein bisschen verkürzen alles. Aber reinfüllen, fertig Marmelade rausholen, einfacher geht's gar nicht. Also tolle Marmelade für zwischendurch. Mal schnell gemacht aus irgendwelchen Resten, die ihr so habt an Obst. Man kann ja auch Äpfel oder sonst was nehmen. Manchmal nehme ich einfach nur eine kleine Mango, die
zu weich geworden ist, weil ich sie irgendwie vergessen habe. Und dann hat man leckere Marmelade im Brotbackautomaten gemacht. Edel. Also probiert's aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und schönsten Sachen, die wir so machen und finden. Und lecker. Lecker, alles. Und du weißt, was drin ist. Das ist das Beste. Du hast jetzt nur Zucker und eben Früchte drin. Hier ist es jetzt mal gemischt, aber Früchte und Zucker mehr nicht.